Ja, wir wollen hier natürlich in erster Linie natürlich Präsenz zeigen, sichtbar werden als Apex Group, ne, als aufstrebendes junges Unternehmen, was sich jetzt hier etablieren will im Wasserstoffmarkt, im Energiemarkt, diese Transformation hin zu grünen, neu, erneuerbaren Energien. Und da wollen wir natürlich jetzt hier auch auf der Euromainz uns vernetzen und auch ja, die Sichtbarkeit einfach von uns und auch diesem Thema des Wasserstoffs einfach in Szene setzen. Klar, bei mir im Panel morgen habe ich ja die Frau Professor Kempfert, auf die freue ich mich natürlich sehr. Ne, sie ist ja auch grundlegend ein Freund des Wasserstoffs, des grünen Wasserstoffs, muss man dazu sagen. Da freue ich mich schon sehr auf den Austausch. Genau, und natürlich auch auf den Herrn Dohade und Herrn Keifenheim, die auch beide bei mir im Panel mitsitzen. Ja, dementsprechend auch ja, pro erneuerbare Energien und pro Wasserstoff dementsprechend natürlich sind. Und da werden wir, glaube ich, spannende Dinge diskutieren können, ja, wie die Reise weitergeht und vor allen Dingen natürlich auch, wie man das ja, wirtschaftlich sinnvoll einsetzen kann. Ja, wir haben zwei Wasserstoffautos hier vorne stehen, mit denen wir jetzt schon seit einiger Zeit unterwegs sind. Also wie gesagt, ich bin stolzer ja, Besitzer, salopp gesagt, Anwender von einem Wasserstoffauto schon seit 2 Jahren. Dann sagen, klar, die Technologie ist... Also funktioniert, das, ne? Also ich bin noch nicht einmal liegen geblieben und solche Sachen. Also von dem her, man freundet sich damit an, es funktioniert alles super. Und vor allem im Stadtverkehr leise unterwegs zu sein, ja ähnlich wie, von der Antriebsart ist es natürlich auch ein Elektroauto, macht schon Spaß. Ne? Also das muss ich schon wirklich sagen. Genau, also generell gibt es ja die Norddeutsche Wasserstoffinitiative, wo die 5 norddeutschen Bundesländer mit dabei sind. Von dem her ist auch für uns, also als Apex Group, auch Hamburg natürlich ein extrem wichtiger Standort. Und vor allem auch Hamburg als ja, letztendlich auch Tor zur Welt, als Hafenstadt, absolut wichtig. Ja, ich sag mal, habe ich eben fast schon ein bisschen beantwortet. Na klar, wie gesagt, Hamburg als international renommierte Hafenstadt und Tor zur Welt ist natürlich dementsprechend als Wirtschafts- und hoffentlich dann auch bald mit dem Wasserstoffthema Innovationsträger, wo wir gerne natürlich den gesamten norddeutschen Raum eben mit betrachten wollen würden und auch unseren Teil dazu beitragen.